Go Ranga, es steht wieder ein ganz besonderer Tag vor der Tür, nämlich ein spezieller Ekadashi. Und das ist nicht nur ein spezieller Ekadashi, sondern der besonderste, der wichtigste Ekadashi oder der kraftvollste Ekadashi, könnte man sagen. Und das ist der Pandava Ekadashi oder Bhima Ekadashi. Und das ist ein Nirjal Ekadashi, wo wir speziell nicht nur von gewissen Sachen fasten sollten oder gewisse Sachen nicht essen sollten, sondern wir sollten sogar Nirjal fasten, das heißt, wir sollten nichts trinken. Und zu diesem speziellen Tag gibt es natürlich auch wieder eine schöne Geschichte, warum das so ist und warum das mit Bhima zu tun hat, von den fünf Pandavas, der kräftigste Krieger. Das erzähle ich euch jetzt. Die Geschichte von Pandava Nirjal Ekadashi. Einmal fragte der jüngere Bruder von Maharaj Yudhishthir, den großen Weisen Shilavarsadev, den Großvater der Pandavas, ob es möglich sei, in die spirituelle Welt zurückzukehren, ohne alle Regeln und Vorschriften des Ekadashi-Fastens eingehalten zu haben. Wie Massena sprach daraufhin wie folgt: O hochintelligenter und gelehrter Großvater, mein Bruder Yudhishthir, meine liebe Mutter Kunti und meine geliebte Frau Draupadi sowie Arjuna, Nakula und Sahadev fasten an jedem Ekadashi vollständig und befolgen strikt alle Regeln und Richtlinien an diesem heiligen Tag. Da sie sehr religiös sind, sagen sie mir immer, dass auch ich an diesem Tag fasten sollte. Aber, o gelehrter Großvater, ich sage Ihnen, dass ich nicht leben kann, ohne zu essen. Denn als der Sohn Vayudeva Sanaprana, der Verdauungsluft, ist der Hunger für mich unerträglich. Ich kann viele an Wohltätigkeit geben. Und Sri Krishna mit allen möglichen wunderbaren Gegenständen richtig verehren. Aber ich kann nicht gebeten werden, den Ekadashi-Tag zu fasten. Bitte sage mir, wie ich das gleiche Ergebnis an dem Dienst haben kann, ohne das Fasten an diesem Tag. Als der Großvater von Bhima, Shilavarsadev, diese Worte hörte, sagte er: Wenn du zu den himmlischen Planeten gehen und die höllischen Planeten meiden willst, solltest du in der Tat einen Fastentag sowohl an den Mond zunehmenden als auch an den Mond abnehmenden Ekadashis einhalten. Bhima erwiderte daraufhin: O großer Heiliger, intelligenter Großvater, bitte hör auf meine Bitte. O größter der Munis, da ich nicht leben kann, wenn ich nur einmal am Tag esse, wie kann ich dann überhaupt leben, wenn ich komplett fasten soll? In meinem Magen brennt ein besonderes Feuer namens Vidikta, das Feuer der Verdauung. Agni, der Feuergott, stammt von Sri Vishnu durch Brahma, von Brahma zu Agni Rasa, von Agni Rasa zu Brihaspati und von Brihaspati zu Samyu ab, der Agnis Vater war. Agni wird in drei Kategorien unterteilt: Avagni, das Feuer im Holz, Ataragni, das Feuer der Verdauung im Magen, und Vadavagni, das Feuer, das Nebel erzeugt, wenn es sich heiß und kalte Ströme zum Beispiel im Ozean vermischen. Ein anderer Name für das Feuer der Verdauung ist Vika. Es ist dieses mächtige Feuer, das sich in Bhimas Magen befand. Nur wenn ich zu meiner vollen Zufriedenheit esse, wird das Feuer in meinem Magen befriedigt. O großer Weiser, ich bin vielleicht nur einmal in der Lage zu fasten, deshalb bitte ich dich, mir ein Ekadashi zu nennen, dass mein Fasten würdig ist und das alle anderen Ekadashis einschließt. Ich werde dieses Fasten treu einhalten und hoffentlich noch für die Befreiung in Frage kommen. Shilavarsadev antwortete: O König, du hast von mir über die verschiedenen Arten von beruflichen Pflichten gehört, wie zum Beispiel aufwendige vedische Zeremonien und Pujas. Im Kali-Yuga wird jedoch niemand in der Lage sein, all diese beruflichen und funktionalen Pflichten richtig zu erfüllen. Deshalb werde ich dir sagen, wie man mit praktisch keinem Aufwand einen kleinen
eine kleine Entsagung ertragen und den großen Nutzen und das daraus resultierende Glück erreichen kann. Die Essenz dessen, was in den vedischen Literaturen bekannt als die Puranas geschrieben steht, ist, dass man weder an den Ekadashis des abnehmenden Mondes noch des zunehmenden Mondes essen sollte. Wie im Srimad Bhagavatam geschrieben ist, 12. Kanto, Kapitel 13, Vers 12 und Vers 15 dargelegt, ist das Bhagavatam Purana selbst die Essenz oder die Creme der gesamten vedischen Philosophie. Und die unmissverständliche Botschaft des Srimad Bhagavatam ist die der vollständigen Hingabe an Sri Krishna und das Darbringen von liebevollen, hingebungsvollen Dienst an ihm. Die strikte Einhaltung von Ekadashi ist eine große Hilfe in diesem Prozess. Und hier betont Srila Vyasadeva gegenüber Bhima einfach die Bedeutung des Ekadashi-Vrata. Jemand, der ein Ekadashi fastet, wird davor bewahrt, zu den höllischen Planeten zu gehen. Als der Sohn von Vayu, Bhimasena, der größte, stärkste aller Krieger, die Worte von Srila Vyasadeva hörte, bekam er Angst und begann zu zittern, wie ein Blatt von einem Banyanbaum in starkem Wind. Der verängstigte Bhima sagte dann: O Großvater, was soll ich tun? Ich bin völlig unfähig und schlecht ausgerüstet, das ganze Jahr über zweimal im Monat zu fasten. Bitte nenne mir den einen Fastentag, der mir den größten Nutzen bringen wird. Vyasadeva antwortete: Ohne auch nur Wasser zu trinken, solltest du am Ekadashi-Tag fasten, das im zunehmenden Mond im Januar im Monat Jechta, Mai bis Juni stattfindet, wenn die Sonne im Zeichen des Stiers Vrishpa und des Zwillings Midun wandert. Nach Aussagen gelehrter Persönlichkeiten darf man an diesem Tag baden, den Atschman zu sich nehmen, zur Reinigung durchführen, aber während man Atschman durchführt, darf man nur die Menge Wasser trinken, die einen Tropfen Gold entspricht, oder die Menge, die man braucht, um ein einzelnes Senfkorn einzutauchen. Nur diese Menge Wasser sollte man zum Schlürfen in der rechten Handfläche geben, die man wie ein Kuhohr formen soll. Trinkt man mehr Wasser als diese Menge, könnte man trotz der großen Hitze des Sommers auf der nördlichen Halbkugel oder der Kälte auf der südlichen Halbkugel genauso gut Wein getrunken haben. Auf keinen Fall darf man etwas essen, denn sonst bricht man das Fasten. Dieses strikte Fasten gilt von Sonnenaufgang am Ekadashi-Tag bis zum Sonnenaufgang am Dwadashi-Tag. Wenn eine Person sich bemüht, dieses große Fasten sehr streng zu befolgen, erreicht er leicht das Ergebnis. Alle 24 anderen Ekadashi-Fastentage während des ganzen Jahres zu befolgen. Am Dwadashi sollte der Gottgeweihte früh am Morgen baden, dann sollte er regelmäßig den vorgeschriebenen Regeln, Richtlinien und regulierenden Vorschriften und natürlich je nach seiner Fähigkeit etwas Gold und Wasser an würdige Brahmanas geben. Schließlich sollte er das Prasadam fröhlich mit einem Brahmana ehren. O Bhima, wer an diesem besonderen Ekadashi-Tag auf diese Weise fasten kann, erntet den Nutzen, an jedem Ekadashi des Jahres gefastet zu haben. Daran gibt es keinen Zweifel, noch sollte es einen geben. O Bhima, höre nun den besonderen Verdienst, den man durch Fasten an diesem Ekadashi erhält. Der höchste Herr Keshava, der eine Muschel, ein Diskus, eine Keule und ein Lotus hält, sagte mir persönlich: Jeder sollte Zuflucht bei mir nehmen und meinen Anweisungen folgen. Dann sagte er mir, dass derjenige, der an diesem Ekadashi fastet, ohne auch nur Wasser zu trinken oder zu essen, frei von allen sündhaften Reaktionen wird, und dass derjenige, der das schwierige Nirjal-Fasten an Yeshtan Shuka Ekadashi einhält,
wirklich den Nutzen aller anderen Ekadashi-Fastentage erntet. O Bhima Sena, im Kali-Yuga, dem Zeitalter des Streites und der Heuchelei, wenn alle Prinzipien der Wesen zerstört oder stark herabgesetzt sein werden und wenn es keine richtige Mildtätigkeit oder die Einhaltung der alten vedischen Prinzipien und Zeremonien geben wird, wie wird es dann irgendwelche Mittel geben, das selbst zu reinigen? Aber es gibt die Möglichkeit, an Ekadashi zu fasten und sich von allen vergangenen Sünden zu befreien. O Sohn von Vayu, was kann ich noch zu dir sagen? Du solltest während den Ekadashis nichts essen und du solltest sogar auf das Trinken von Wasser. Nir heißt Nein und Jal heißt Wasser. Am besten glücksverheißenden Ekadashi-Tag, Yeshtashuka Ekadashi, verzichten. O Vrikudada, gefräßiger Esser, wer an diesem Ekadashi-Tag fastet, erhält die Verdienste des Badens in allen Pilgerstätten, des Spendens aller Arten von Almosen an würdige Personen und des Fastens an allen Ekadashi Tagen des abnehmenden und des zunehmenden Mondes während des ganzen Jahres auf einen Schlag. Daran gibt es keinen Zweifel. O Tiger unter den Menschen, wer auch immer an diesem Ekadashi-Tag fastet, wird wahrlich eine große Person und erreicht alle Arten von Reichtum und Wohlstand, Getreide, Kraft und Gesundheit. Und im furchterregenden Moment des Todes werden sich die schrecklichen Yamadutas, deren Hautfarbe gelb und schwarz ist, und die riesige Keulen schwingen und mystische Seile in der Luft wirbeln, um ihre Opfer zu binden, weigern sich, ihm zu nähern. Vielmehr wird eine solche treue Seele sofort von den Vishnu-Dutas transzendentalen Formen, die in gelbliche Gewänder gekleidet sind und die jeweils ein Rad, eine Keule, ein Muschelhorn und ein Lotus in ihren vier Händen halten, die Sri Vishnu ähneln, zum höchsten Reich von Sri Vishnu gebracht werden. Um all diese Vorteile zu erlangen, sollte man an diesem sehr glücksverheißenden und wichtigen Ekadashi unbedingt fasten, sogar von Wasser. Als die anderen Pandavas von den Vorteilen hörten, die durch das Befolgen des Yeshtashukla Ekadashi gewonnen werden konnten, beschlossen sie es genau so zu befolgen, wie ihr Großvater Srila Vyasadeva es ihrem Bruder Bhimasena erklärt hatte. Alle Pandavas hielten es ein, indem sie auf alles Essen und Trinken verzichteten, und so ist dieser Tag auch als Pandava Nirjal Dvadashi bekannt. Technisch gesehen ist es ein Mahadvadashi. Srila Vyasadeva fuhr fort: O Bhimasena, deshalb solltest du dieses wichtige Fasten einhalten, um all deine vergangenen sündhaften Reaktionen zu bereinigen. Du solltest zur höchsten Persönlichkeit Gottes Sri Krishna beten, indem du ein Sankalpa-Gelübde abgibst. O Herr aller Devas, Halbgötter, o höchste Persönlichkeit Gottes, bitte, o höchste Persönlichkeit Gottes, heute werde ich Ekadashi einhalten, ohne Wasser zu trinken. O unbegrenzter Anantadev, ich werde am nächsten Tag Dvadashi, das Fasten, brechen. Danach sollte der Gottgeweihte dieses Ekadashi-Fasten mit vollem Glauben an den Herrn und mit voller Kontrolle über seine Sinne befolgen und alle seine Sünden zu entfernen. Ob seine Sünden von Volumen her dem Berg Sumerus oder Mandarachala Hügel entsprechen, wenn er oder sie dieses Ekadashi einhält, werden die angesammelten Sünden alles zunichte gemacht und zu Asche verbrannt. So groß ist die Kraft dieses Ekadashis. O bester der Menschen, obwohl ein Mensch während diesem Ekadashi auch Wasser und Kühe als Mildtätigkeit geben sollte, sollte er, wenn es aus irgendeinem Grund dazu nicht in der Lage ist, einen qualifizierten Brahmana etwas Stoff oder einen mit Wasser gefüllten Topf geben,
In der Tat ist das Verdienst, der durch das Geben von Wasser alleine erreicht wird, gleich dem, der durch das Geben von Gold 10 Millionen Mal am Tag erreichen wird. O Bhima, Shri Krishna hat gesagt, dass derjenige, der diesen Ekadashi befolgen möchte, ein heiliges Bad nehmen, eine würdige Person Almosen geben, die heiligen Namen des Herrn auf einer Japamala chanten und eine Art empfohlenes Opfer durchführen sollte. Denn wenn man diese Dinge an diesem Tag tut, erhält man unvergängliche Vorteile. Es besteht keine Notwendigkeit, irgendeine andere Art von religiöser Pflicht zu erfüllen. Die Befolgung dieses Ekadashi-Fastens alleine befördert einen zum höchsten Reich von Sri Vishnu. O Bester der Kurus, wenn man an diesem Tag Gold, Stoff oder etwas anderes spendet, ist der Verdienst, den man erhält, unvergänglich. Denke daran, wer ein Ekadashi irgendwelches Getreide isst, wird durch Sünde verunreinigt und ist wahrlich nur Sünde. In der Tat ist er bereits ein Hundeesser geworden und nach dem Tod erleidet er eine höllische Existenz. Aber wer diese heilige Yeshta Shukla Ekadashi befolgt und etwas für wohltätige Zwecke spendet, erreicht mit Sicherheit die Befreiung aus dem Kreislauf von Geburten und wiederholten Toden und gelangt zum höchsten Reich. Das Befolgen dieses Ekadashis befreit einen von der schrecklichsten Sünde, einen Brahmana zu töten, Alkohol und Wein zu trinken, neidisch auf seinen spirituellen Meister zu sein und seine Anweisung zu ignorieren und ständig Lügen zu erzählen. Darüber hinaus, o Bester der Lebewesen, jeder Mann oder jede Frau, die dieses Fasten richtig einhalten und den höchsten Herrn Jalvasi, der auf dem Wasser schläft, verehrt und der, die am nächsten Tag einen qualifizierten Brahmana mit leckeren Süßigkeiten und einer Spende von Kühen und Geld zufriedenstellt, eine solche Person erfreut sicherlich den höchsten Herrn Vasudev. Und zwar so sehr, dass hunderte frühere Generationen seiner Familie zweifellos in das Reich des höchsten Herrn gehen, auch wenn sie vielleicht sehr sündig waren, einen schlechten Charakter hatten, sich des Selbstmordes schuldig gemacht haben und so weiter. In der Tat fliegen diejenigen, die dieses erstaunliche Ekadashi einhalten, mit einem glorreichen himmlischen Flugzeug, Vimana zum Reich des Herrn. Wer an diesem Tag einen Brahmanen, einen Wassertopf, einen Regenschirm oder Schuhe schenkt, geht mit Sicherheit zu den himmlischen Planeten, denn wer einfach nur diese Herrlichkeiten hört, gelangt auch zum transzendentalen Reich des höchsten Herrn Sri Vishnu. Wer die Shraddha-Zeremonie für die Vorfahren am Tag des Neumondes durchführt, besonders wenn sie zur Zeit einer Sonnenfinsternis stattfindet, erreicht zweifellos große Verdienste. Aber den gleichen Verdienst erlangt auch derjenige, der einfach nur diese heilige Erzählung hört. So mächtig und dem Herrn so lieb ist dieses Ekadashi. Man sollte seine Zähne ordentlich putzen und ohne zu essen oder zu trinken dieses Ekadashi befolgen, um den höchsten Herrn Keshava zu erfreuen. Am Tag nach Ekadashi sollte man die höchste Persönlichkeit Gottes in seiner Form als Trivikrama verehren, indem man ihm Wasser, Blumen, Weihrauch und eine helle, brennende Lampe darbringt und vom Herzen her beten: O Gott der Götter, o Erlöser aller Menschen, o Rishikesha, Meister der Sinne, schenke mir freundlicherweise das Geschenk der Befreiung, obwohl ich dir nichts Größeres als dieses bescheidene, mit Wasser gefüllte Topf anbieten kann. Man sollte den Gottgeweihten den Wassertopf an einen Brahman spenden. Dann sollte der Gottgeweihte den Wassertopf an einen Brahman spenden. O Bhimasena, nach diesem Ekadashi-Fasten und dem Spenden der empfohlenen Gegenstände nach seinen Fähigkeiten, sollte der Gottgeweihte
Gottgeweihte Brahmanas speisen und danach in aller Stille Prasadam ehren. Srila Vyasadeva fasste zusammen: Ich empfehle dir dringend, an diesem glücksverheißenden, reinigenden und sündenverzehrenden Dwadashi so zu fasten, wie ich es dargelegt habe. So werdet ihr vollständig von allen Sünden befreit werden und das höchste Reich erreichen. So endet die Erzählung über die Herrlichkeiten des Yeshtashuka Ekadashi oder Bhimasena Nirjal Ekadashi aus dem Brahma Vairata Purana. Hare Krishna.